wie ein Rennfahrer. Das Adrenalin fließen spüren. Herzrasen. Hier im Kartpalast bei München kann man das Rennfahrerfeeling hautnah erleben. Ganz ohne Benzin. Das hier ist nur noch Deko. Gefahren wird mit diesen hier. Elektrokarts. Wir haben uns für die Elektrokarts entschieden, aus dem einfachen Grund, die haben ab der ersten Sekunde Leistung. Das heißt, man tritt aufs Gaspedal drauf und fährt los und hat seine, in dem Fall 8 PS anliegen und dann geht es schon direkt vorwärts. Damit alle sicher unterwegs sind, gibt es vor jedem Rennen eine kurze Einweisung. Das Wichtigste, rechts gibt man Gas, links wird gebremst. Wie bei normalen Karts auch. Dann geht's auch schon los. Also der größte Vorteil gegenüber anderen Karts, herkömmlichen Karts, Verbrennerkarts zu den Elektrokarts ist einfach die Emissionen, also keine Abgase, man braucht nur Strom. Dafür natürlich die Geräuschkulisse, es ist leise, kein Lärm in der Halle selber, das sind ja Indoor-Karts. Das ist eigentlich der größte Vorteil. Die Karts erreichen gedrosselt eine Geschwindigkeit von maximal 55 km/h. In Kurven wirkt das bis zu zweifache Körpergewicht auf den Fahrer. Besonders ist das Formel-1-Lenkrad mit Rückwärtsgang und Turboknopf. Durch die breite Spur soll ein Umkippen des Karts unmöglich sein. Ja, die Zukunft der Elektrokarts, denke ich, sind wir jetzt gerade hier in den Anfangsschuhen. Das wird noch mehr werden, hauptsächlich aber im Indoor-Bereich. Also alles, was geschlossen ist, werden auf jeden Fall Elektrokarts, die Benzinkarts verdrängen. Im Outdoor-Bereich glaube ich es nicht. Und so kommt der Motorsport für Einsteiger an. Super Spaß gemacht, eine ganz neue Erfahrung ohne so einen Stinker neben einem. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht und man sieht, anstrengend ist es auch. In dem Fall gilt, ohne Schweiß kein Preis. Elektrokartfahren ist aber allemal ein Versuch wert.